Hallo Aktienfreunde, im heutigen Aktienvergleich treten Alphabet und Baidu gegeneinander an. Gleich erfahrt ihr, wer mehr Punkte holt, zuvor aber noch ein paar Infos zu den Firmen. Also beide Aktien kommen aus der Informationstechnologiebranche, also beide Aktien sind vor allem bekannt durch ihre Suchmaschinen und verdienen daher auch vor allem Geld durch Online-Werbung. Und beide Aktien zahlen auch noch keine Dividende, stattdessen werden die Gewinne investiert, um möglichst stark zu wachsen. Der aktuelle Kurs von Alphabet beträgt ca. 1433 Euro, also umgerechnet. Und der Aktienkurs von Baidu liegt momentan bei ca. 179 Euro. So, bevor es losgeht mit dem Vergleich, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt aber zum Aktienbattle. Beginnen wir mit dem ersten Kriterium. Kommt die Aktie aus einem wirtschaftlich starken Land? Also Alphabet kommt aus den USA und Baidu aus China. Also China ist für mich auf jeden Fall ein wirtschaftlich starkes Land inzwischen. Allerdings sehen das noch viele Experten nicht so und stufen daher China immer noch als Entwicklungsland ein. Und danach richte ich mich jetzt mal und gebe daher hier Alphabet den Punkt. Bei diesem Kriterium. Dann zum zweiten Kriterium zur aktuellen Marktkapitalisierung. Und Alphabet bringt momentan 930 Milliarden Euro auf die Börsenwaage und Baidu 61 Milliarden Euro. Damit geht dieser Punkt ebenfalls an Alphabet. Jetzt zur Kursentwicklung in den letzten 10 Jahren. Und Alphabet hat hier 469% zugelegt nach aktuellem Stand. Und die Baidu-Aktie 107%, damit Punkt für Alphabet. Jetzt zur Kursentwicklung in den letzten 5 Jahren. Und hier hat Alphabet momentan einen Kursplus von 135% und Baidu 27%. Damit geht auch dieser Punkt an Alphabet. Jetzt noch zur Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten. Und hier steht Alphabet momentan bei 23% und Baidu bei 52% Kursplus, damit Punkt für Baidu. Und jetzt zum größten zwischenzeitlichen Kursrückschlag seit der Finanzkrise. Und in der Finanzkrise hat Alphabet 64% an Wert verloren und die Baidu-Aktie 74%. Und damit geht dieser Punkt an Alphabet. Und damit zum Ergebnis der ersten Runde 5:1 für Alphabet. Weiter mit der zweiten Runde zum Gewinn, Umsatz und Cashflow der Vergangenheit. Beginnen wir mit dem Gewinnanstieg in den letzten 10 Jahren und der Gewinn von Alphabet ist in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt um 14,9% angestiegen und bei Baidu um 14,8%. Damit bekommen hier beide Aktien einen Punkt, da quasi beide Aktien hier gleich aufliegen. Dann zum Gewinnanstieg in den letzten 5 Jahren und hier hat Alphabet momentan einen Durchschnittswert von 16,9% und Baidu 21,1%. Damit Punkt für Baidu. Jetzt zum Umsatzanstieg in den letzten 10 Jahren und hier hat Alphabet momentan einen Durchschnittswert von 18,8% und Baidu 24,3%. Damit Punkt für Baidu. Jetzt zum Umsatzanstieg in den letzten 5 Jahren und hier hat Alphabet momentan einen Wert von 18,8%. Und Baidu 9,8%, damit Punkt für Alphabet. Jetzt zum Cashflow-Anstieg in den letzten 10 Jahren. Und hier hat Alphabet momentan einen Durchschnittswert von 15,3% und Baidu 8,7%, damit Punkt für Alphabet. Jetzt zum Cashflow-Anstieg in den letzten 5 Jahren. Und hier hat Alphabet momentan einen Wert von 11,5% und Baidu ein Minus von 6,6%. Damit Punkt für Alphabet und damit zum Ergebnis der zweiten Runde 4:3 für Alphabet. Dann zur dritten Runde zur Rentabilität und Verschuldung starten wir mit der Eigenkapitalrendite und hier hatte Alphabet einen Wert von 17,1% in 2019 und Baidu hatte hier einen Wert von 1,3%. Allerdings sei hier angemerkt, dass Baidu in 2018 ebenfalls fast 17% hatte, also in 2019 einen deutlichen Rückgang hier. Das nur nebenbei angemerkt. Jedenfalls geht auch dieser Punkt an Alphabet. Dann zur Bruttomarge und hier hat Alphabet in 2019 einen Wert von 55,5%, also wirklich sehr stark hier.
Aber auch Baidu hat hier starke Werte, und zwar 41,5% in 2019 und damit Punkt für Alphabet. Jetzt zur Eigenkapitalquote. Auch hier haben beide Aktien wirklich gute Werte, und zwar Alphabet hat hier 73% für 2019 und Baidu 54%. Damit Punkt für Alphabet. Jetzt noch zum Verschuldungsgrad. Und hier hat Alphabet in 2019 einen Wert von 37% und Baidu 84%. Und damit geht dieser Punkt ebenfalls an Alphabet. So, damit zum Ergebnis der dritten Runde. Und diese Runde hat Alphabet deutlich mit 4 zu 0 für sich entschieden. Machen wir weiter mit der fetten Runde. Und hier würden eigentlich die Dividendendaten kommen, aber wie eingangs erwähnt, zahlen beide Firmen noch keine Dividende an ihre Aktionäre aus. Und daher machen wir gleich weiter mit der fünften Runde mit den Bewertungskennzahlen. Beginnen wir mit dem KGV-Durchschnitt der letzten Jahre. Und hier hat Alphabet momentan einen Wert von 29,3 und Baidu ein KGV von 44,5. Damit geht dieser Punkt an Alphabet. Jetzt zum aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis, also für 2021. Und hier hat Alphabet momentan einen KGV von 28 und Baidu 21 und damit Punkt für Baidu. Jetzt zum aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und bei Alphabet wird momentan ein KUV von 2,4 für 2021 erwartet und bei Baidu 3,1. Damit geht dieser Punkt an Alphabet. Jetzt zum aktuellen Kurs Cashflow-Verhältnis. Und hier hat Alphabet momentan einen Wert von 20,9 für 2021 und Baidu 13,5. Damit Punkt für Baidu. Jetzt noch zum aktuellen Kurs Buchwertverhältnis. Und hier hat Alphabet momentan einen 2021er Wert von 4,7 und Baidu 2,4. Damit Punkt für Baidu. Und damit zum Ergebnis der fünften Runde. Und hier steht es am Ende 3 zu 2 für Baidu. So, damit schon zur letzten Runde, zu den Zukunftsprognosen. Und beginnen wir mit der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Und bei Alphabet erwarten die Analysten momentan einen Gewinnanstieg von 5,4% und bei Baidu einen extremen Anstieg von 1094%. Allerdings sei hier angemerkt, dass bei Baidu im letzten Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang gab und daher jetzt ein starker Anstieg. Und deshalb bekommt hier Baidu den Punkt. Dann zur Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Und hier erwarten die Analysten bei Alphabet einen Anstieg von 10,6% momentan und bei Baidu einen Anstieg von 6,7%. Und damit geht dieser Punkt an Alphabet. Und damit zum letzten Kriterium zur Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Und bei Alphabet erwarten die Analysten momentan einen Rückgang von 4,9% und bei Baidu einen Anstieg von 35,5%. Damit geht der letzte Punkt an Baidu und die letzte Runde geht damit 2 zu 1 für Baidu aus. Und damit kommen wir zum Endergebnis nach allen sechs Runden und unterm Strich hat Alphabet 16 Punkte geholt und Baidu 9 Punkte und damit ist der Gesamtsieger Alphabet mit einem recht deutlichen Vorsprung. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Vergleich gibt nur eine Einschätzung zu den Aktien anhand der analysierten Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.